Und damit willkommen zurück zum zweiten Part von Let's Play Gothic. Ja, ich muss den Spielstand vorher leider nachstellen, weil direkt nach der Aufnahme das Spiel abgeschmiert ist. Aber war eben nicht weiter schlimm, weil es halt nicht so viel war. Beim letzten Mal haben wir den Snapperweg gesäubert, haben ein bisschen Erfahrung dadurch gemacht. Wir sind jetzt unterwegs zur freien Mine. Hier liegt Gorm mit den toten Razors, zumindest zwei von den toten Razors, und habe die Quest mit der Minecrawler Plattenrüstung von Wolf angenommen. Und ja, jetzt geht's Richtung Mine. Und ich bin immer noch nicht begeistert davon, da reingehen zu müssen. Aber ich weiß, wir müssen es machen. Das wird uns gerne mal ansprechen. Hier sind jetzt, wie gesagt, erstmal viele Leichen und die werden wir erstmal alle ausnehmen. Weil wir brauchen das Erz. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Na toll, das klingt nach Hinterhalt. Ja, wir wussten ja von Gorn schon, dass alle hier gekillt wurden, dass hier überall Leichen rumliegen und die werden wir alle ausplündern. Ich habe auch überlegt, ob wir in die ganzen Häuser reingehen und dort das ausnehmen mit dem Thema, dass wir halt die dort auch ausnehmen, die Truhen, aber vielleicht wollen ja die aus dem neuen Lager die freie Mine wieder besetzen, sobald sie frei ist. Deswegen nur die Söldner. Die Söldner haben im Grunde immer dasselbe, deswegen lese ich es, sage ich es jetzt nicht bei jedem. Münze, Ampore, Rasiermesser, 5 Fackeln, 12 Erz. 8 Extrakte heilender Kraft, 5-mal Reisschnaps, 4-mal gebratenes Fleisch, 5-mal Brot, 8-mal Reis, 20 Pfeile und einen Steinbrecher. Das haben im Grunde alle Söldner, die Schürfer und Banditen. Hier wurde nämlich jeder gekillt. Habe ein bisschen andere Ausrüstung, aber ich sag's jetzt nicht bei jedem, weil es dauert sonst zu lange. Ja, haben sie alle gekillt hier. Die haben nicht mal die Schürfer am Leben gelassen. Finde ich schon ziemlich ätzend. So, Söldner. Das mache ich jetzt hier ganz schnell. Und wie schon gesagt, hier macht man natürlich jetzt jede Menge Beute. Da liegt auch noch ein Söldner rum. So. Ganz runter gehe ich noch nicht, weil unten ist natürlich bewacht. Ich gucke mir erstmal hier oben die ganzen Leichen an. So, hier sind Schürfer. Schürfer haben in der Regel eine Münze, eine Schüssel, 6 Erz, 2 Reis und eine Waffe, in seinem Fall ein Kurzschwert. Die Waffe ist manchmal verschieden. Hier ist ein zweiter Schürfer. Ja, wir können die ganzen Sachen kaufen, wir haben uns gutes Geld und wir brauchen das Geld, deswegen gehe ich dann auch erst später runter. Hier ist ein Söldner. Der hat jetzt zum Beispiel einen Krug, habe ich gesehen. Also es hat leichte Unterschiede, aber diese Unterschiede sind halt so minimal, dass ich die nicht bei jedem aufzähle. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ein Söldner. Natürlich ist auch Okyl tot. Und Baloro, der Söldner, der uns eine Aufgabe gegeben hat, ist natürlich auch tot. Also hier haben sie echt alles abgeschlachtet. Deswegen überlege ich halt euch wirklich auch in der Mine jeden Abschlachter. Also nicht nur die Gardisten, die sowieso, aber halt auch, der hat jetzt zum Beispiel einmal Sumpfkraut, aber eben auch die Schatten und Butler. Die können zwar eigentlich nichts dafür, aber wie gesagt, die haben hier jeden abgeschlachtet. Hier ist Okuls Leiche, die hebe ich mir aber auf, ich mache als letztes, weil er ein wichtiger ist. Hier ist nochmal ein normaler Söldner. Jetzt gehe ich hier mal nach unten. Haben wir den schon ausgenommen? Ja, und wir sehen da unten schon, da unten stehen 3 Leute, 2 Gardisten und der letzte, der dritte, den kennen wir auch. Ein Typ namens Jackal. Ich weiß nicht, ob der euch einigen mag, der vielleicht was sagen. Wir hatten ja 2 Leute, die Schutzgeld uns abpressen wollten. Ich habe gerade irgendwie Probleme mit dem Schlucken, sorry, wenn gerade so abgehakt ist. Der eine war Bloodwin. Bloodwin steht vorm alten Lager als Wäre rum. Ja, und der andere war Jackal.
Der war eigentlich damals ziemlich nett, weil er gemacht hat, ja, mach dir keinen Stress, du kannst zahlen, wenn du Lust hast zu zahlen. Aber jetzt ist er nicht mehr so nett. So, Söldner. Schürfer. Jede Menge Sachen hier. Hier mal ein Bandit. Ein paar Banditen sind hier rumgelaufen. Ach, scheiße. Aber es sind mehrere Banditen. Ich sag beim zweiten Banditen, was die alle haben. Sorry, den habe ich jetzt zu schnell gemacht. Bei dem Bandit sage ich jetzt also Zähne. Der eine hat jetzt eine Kralle. Becher, Schüssel, 3 Fackeln, 16 Erz, 2 Dietriche, 4 Münzen, eine Essenz heilender Kraft, ein Brot, 3x Reisschnaps, 7x Reis, 20 Pfeile und einen Blutfliegenstachel. Also der erste hat halt jetzt eine Kralle statt einem Zahn, aber wie gesagt, im Grunde ist das immer gleich. Dann hier wieder ein Schürfer, habe ich jetzt vergessen, sorry. Und hier ist Baloro. Der hat uns ja mal richtig ordentlich verarscht in der Quest. Aber es ist trotzdem schade, ihn tot zu sehen, finde ich. Eine Empore, ein Rasiermesser, 5 Fackeln, 15 Erz, 4 Münzen, 7 Extrakte heilender Kraft, 5x Bier, 5x Äpfel, 16 Flaschen Reisschnaps, einiges hat er ja von uns bekommen, 6x gebratenes Fleisch, 22 Brote, 8x Reis und ein Steinbrecher. Also der hätte sowieso nicht diese epische Waffe gehabt, von der er damals geschwärmt hat, wo er uns verarscht hat. Hätte er sowieso nicht gehabt. Ja, rest in peace, meine Freunde. Auch wenn ich noch nicht lang zum neuen Lager gehöre, aber trotzdem, es ist irgendwie traurig. Es war halt einfach so sinnlos. Es macht mich traurig und es macht mich wütend. Also gerade die Feuermagier, das macht mich richtig sauer, weil da gab es absolut keinen Grund. Und hier bei der freien Mine, wie gesagt, ich bin halt der Meinung, man hätte sich einigen können. So, Rokül, eine Empore, ein Rasiermesser, 5 Fackeln, 18 Erz, 4 Münzen, 4x Reisschnaps, 4x gebratenes Fleisch, 9 Extrakte heilender Kraft, ja jede Menge Heiltränke. 6x Brot, 7x Reis, 20 Pfeile und eine besondere Waffe, die Kriegerstimme. Eine Zweihandaxt, die wir aber, glaube ich, gar nicht führen können. So, jetzt haben wir hier oben alle. Jetzt geht's nach unten. Hier unten liegen ja auch nochmal ein paar Tote rum. Die meisten Toten können wir ausnehmen, das stört lustigerweise die Gardisten da unten nicht. Noch mal ein Bandit, der hat jetzt zum Beispiel auch Sumpfkraut dabei und einen Morgenstern als Waffe. Swiney, der wichtige Butler. Der Typ ganz damals die Butler, der wichtige Butler, der wichtige Schürfer natürlich, der uns die Schürferkleidung gegeben hat. Münzen, grüner Novize, Becher, 10 Erz, also eine Münze, ein Reisschnaps, 6x Reis und eine Handaxt. So, hier liegt noch ein Schürfer rum. Alle abgeschlachtet einfach. Das ist echt... keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin letztlich traurig und wütend. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Hier noch ein Schürfer und hier noch ein Schürfer. Das sind halt alles Leben, die man nicht hätte killen müssen. Hier noch ein Söldner. Und jetzt geht's ganz nach unten. Aber ich nehme erst alle aus. Bei den dreien kenne ich jetzt keine Gnade. Ich werde mit ihnen kurz reden und dann werde ich die vom Gorn killen lassen. Da kenne ich nichts. Sie sind selber schuld. Sie haben hier angegriffen, obwohl sie es nicht hätten machen müssen. Und ja, hier nochmal 2 Schürfer. Und hier nochmal 2 Söldner, die Torwachen. Wir haben ja den Schlüssel zum Tor raus. Den habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier, Schlüssel zur freien Mine. Können wir die Kriegerstimme tragen? Nein. 37 Stärke fehlt. Also das Krusch Urok ist im Moment die mächtigste Waffe. Die Waffe der Ork-Krieger. Aber mal schauen, wir kriegen ja hier noch ein paar Leichen zusammen. Am liebsten würde ich ohne Waffe kämpfen, aber ich weiß nicht, ob wir das können. So. Ich überlege mir gerade, ob ich jetzt schon mal das Tor öffne.
weil das Tor ist ja gerade versperrt. Weil dann kommt Gorn nämlich runter. Und wie gesagt, Gorn kann uns diesen Jackal und die beiden Gardisten halt killen. Ich meine, wir könnten sie auch killen, aber es ist wie bei den Razors und wie sonst bei den ganzen Fokussuchen und Exkorten und etc. Man kriegt halt die Erfahrung, die andere töten. Und solange man diesen Luxus hat, nutze ich ihn. Ja, ich öffne gleich die Mineneingang. So, jetzt geht die Mine nämlich auf. Ich mache die Tür hier zu. Und Gorn wird jetzt nach unten kommen, das weiß ich. Lustigerweise stört es sie auch überhaupt nicht, dass gerade der Mineneingang aufgegangen ist und dass hier dauernd ein Wassermagier rumläuft. Finde ich ganz lustig. So, nach oben. Und jetzt werden wir uns mit denen kurz unterhalten. Wie gesagt, Gorn kommt jetzt runter. Der geht halt, das heißt, er wird eine Weile brauchen, aber er wird die dann alle killen. So, hallo, ehemalige Freunde. Ich werde mich freuen, wenn ihr alle tot seid, weil ich mag euch nicht mehr. Nicht mehr nach euren Aktionen. Sieh mal einer an. Der Verräter, der das Lager gewechselt hat. Du hättest dich nicht mit diesen Verlierern einlassen sollen. Dann würdest du noch zu uns gehören. Hättest mich damals bezahlen sollen, als es noch Zeit war. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Ja, Jack und die beiden Gardisten, aber hier kommt Gorn. Dich hier nie wieder zur Unterstützung und Gorn darf Gamer kämpfen. Danke, Gorn. Jetzt kämpfe bitte, du hast uns gerade K.O. gehen lassen. Da ist einer gekillt, 300 Erfahrung. Du weißt schon, dass du gerade falsch umstandest, Gorn. 500 Erfahrung und hier nochmal 300. So, und wir stehen noch. Er bringt die alle um. Boah, Gorn, ey, was sollte das denn jetzt? Er bringt sie bitte alle um. Da, der steht wieder. Bringen sie bitte alle um. Und Jackal bitte auch. Die Waffe. Danke, Gorn. Sehr nett. Du hast ihm gerade eine Waffe abgenommen. Die Waffe hier nehme ich. Das ist der Knochenbrecher von Jackal. Und hier ist ein leichter Armbrust. Der hat uns jetzt fast sterben lassen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch einen Lebenspunkt. Ja, genau. Danke, Gorn. Das war echt nicht so toll gerade. Was sollte denn das? Knochenbrecher. Wo ist er denn? 54. Ja gut, da ist das große Rock stärker. Ja, schade, Jackal. 15 Bolzen und eine schwere Armbrust. Nehmen wir noch ab. Er wird es nicht mehr brauchen. Normale Gardist. Fackel, 10 Erz. Apfelkäse, 12 Bolzen und eine Gardistenhand als Waffe. Und hier nochmal 10 Erz und Apfel. Die Waffe hat ihm jetzt Gorn abgenommen. Was sollte denn das jetzt? Das finde ich jetzt gar nicht so toll. Ja gut, wir haben 122 Extrakte von heilender Kraft. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht so beschweren. Ich benutze jetzt mal ein paar. Bringen uns 70 Leben pro Trank. Aber das fand ich jetzt trotzdem nicht so geil. Der wird uns jetzt einfach sterben lassen, ne? Finde ich nicht schön, Gorn. So, und jetzt nochmal Nahrung. Wir haben ja jetzt mehr als genug Nahrung aufgesammelt. Und noch einen Höllepilz. So. Jetzt sind wir wieder voll mit Leben. Jetzt nehme ich hier noch die Söldner aus. Die Ausrüstung kennen wir in etwa. Also ich habe keinen Mitleid mit Jackal und mit seinen beiden gedisten Freunden, weil die haben ja alle abgeschlachtet, die wollten uns gerade killen. Und sie hätten uns auch fast gekillt. Das war reines Glück. Hätte Gorn nicht herzlich eingeschritten, wären wir jetzt tot. Wir hatten noch einen Lebenspunkt und ja. Ich kenne. Also da habe ich jetzt kein Mitleid. Also bei aller Liebe nicht. Das haben sie sich einfach selber zuzuschreiben, ne? So. Gorn, hast du noch was zu sagen? Suchst du wieder Streit?
Und schon wieder bei mir? Was soll das heißen, suchst du wieder Streit? Du hast mich gerade fast sterben lassen. Das finde ich jetzt nicht so nett. Auf in den Kampf! Aber er hat nichts zu sagen. Ja, ich werde jetzt hier speichern. In Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt beim Eingang schon nur noch einen Lebenspunkt gerade hatten, werde ich hier mal wieder die auf Risiko machen und speichern. Weil ich will nicht gleich wieder sterben. Ja, der Mineneingang ist offen. Hier ist alles geplündert. Zumindest alle Leichen. Und ich glaube, ich aktiviere gleich mal den Feuersturm. Weil wir wissen nicht, wie viele Gardisten da drin sind. Auf geht's. Gespeichert haben wir ja. Ach du Scheiße, ja, Feuer. Und da ist mein Spiel gerade abgeschmiert. Ich finde es so wunderschön. Ihr macht nichts. Wir haben ja gespeichert. Ach komm ey, das kotzt mich schon wieder an. Jetzt habt ihr wieder Fenstermodus, sorry. Also jetzt habt ihr halt wieder das Problem mit dem Bild hängt, mit dem Bildfehler. Gott sei Dank haben wir jetzt vor der Mine gespeichert. Da bin ich jetzt gerade sehr froh drum. Jetzt ist gerade das Spiel abgeschmiert, das finde ich aber ja nicht so geil. Ey, wir haben gerade gesehen, es bringt gar nichts davon, Feuer, also einen Zauber zu machen, weil wenn wir dann reingehen, ist der Zauber wieder abgelegt. Oh, Gardistenhand, können wir die benutzen? Ja, 59 Schaden. Ich glaube, ich werde halt hier jetzt mal zumindest die Waffe mal anlegen. Weil ich habe halt das Gefühl, dass wir sie brauchen. Haben wir auch eine Fernkampfwaffe, die wir benutzen können? Ich kämpfe auch nicht gern mit Waffe, ich weiß schon, aber die schwere Armbrust können wir aber nicht tragen. Aber die leichte Armbrust können wir tragen. Wir haben ja einige Bolzen. Ja, okay, 27. So viele Bolzen haben wir gar nicht. Ich kämpfe auch nicht gern mit Waffe, aber ich glaube halt, dass wir das hier müssen. So. Armbrust. Und jetzt nochmal rein in die gute Stube. Hier sind nämlich sofort Gardisten. Ja, genau das habe ich nämlich erwartet. Nein, spring weg. Spring weg, spring weg, spring weg. Hier ist nämlich alles voll von Gardisten. Deswegen habe ich Waffen angelegt davor. Wo ist eigentlich Gorn? Und da sind wir gerade gestorben. Toll, Gorn springt sofort runter. Ich hab's mir schon gedacht, deswegen wollte ich nicht hierher. Die freie Mine ist nämlich echt eine sehr ekelhafte Gegend. So, okay, da wir jetzt hier im Eingang so viele Gardisten gleich rumstehen haben, die uns gerade getötet haben, ja, werde ich jetzt wirklich Gardistenhand und Armbrust anlegen. Wie gesagt, ich kämpfe auch nicht gern mit Waffe, aber das sind hier scheiß viele Gegner. Und Gorn ist nicht immer eine Hilfe. Hier darf man halt nicht mehr nur auf ihn bauen, sondern man muss auch selber kämpfen. Gardistenhand ist eine Einheitswaffe, ne? Genau. Dann ziehe ich die jetzt gleich. Nochmal würde ich jetzt gerne nicht sterben. Ja, die kommen sofort auf uns zu. Oh Mann, ey. Die bringen uns auch so schnell ins Grab. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Wie killen wir die denn am besten? Das ärgert mich gerade sehr. Was können wir denn gegen die machen? Was haben wir denn zur Auswahl? Ey, ich wusste schon, warum ich hier nicht her wollte. Wie gesagt, unsere Zauber haben halt das Problem, die brauchen ein bisschen Zeit. Bis auf Feuerpfeil und Eispfeil, aber ich glaube... Ja gut, wir können es mal probieren. Aber ich glaube halt, dass die keinen Effekt auf die haben. Ich probiere jetzt mal den Feuerpfeil. Ich weiß, ich probiere jetzt mal ein bisschen aus. Weiß ich nicht, wie weit wir es heute in der Mine schaffen. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen aus. Weil ich würde lieber ohne Waffen kämpfen, wie bisher auch. Ja, der spürt das nicht mal. Also den Feuerpfeil, Gott, den hat er nicht gespürt. Probieren wir mal einen Eispfeil, weil ich glaube, gegen Magie schützen diese Gardistenrüstungen, also die Garderüstungen nicht. Das ist total ätzend, diese freie Mine. Als Söldner, beziehungsweise, ja, Gardist bist du zum Zeitpunkt nicht mehr. Also als Söldner oder Templer ist es hier natürlich einfacher. Okay,
Okay, probieren wir mal einen Eispfeil aus. Der macht, wie gesagt, Magieschaden. Da muss ich echt mit Waffen spielen. Ich will eigentlich nicht... Ja, der macht Schaden. Schieße bitte. Sofort. Killen sie uns? Nein. Sie haben uns jetzt nur K.O. gehauen. Hey, die greifen uns sofort an. Das ist unser Problem. Aber die Eispfeile haben gerade Schaden gemacht. Das finde ich sehr schön. Wir leben noch. Wir müssen halt jetzt wieder aufstehen, oder? Ja genau, wir haben noch einen Lebenspunkt. Und Gorn hat gerade versucht, eine Treppe hochzugehen. Ist aber wieder runtergefallen. Da die gerade auf uns nicht gucken, heile ich mich kurz. Wir bauen kurz Heilung. Das geht ja nicht. Also die meiste Arbeit müssen wir definitiv Gorn überlassen. Ich glaube, hier werde ich jetzt mal bei dem Eispfeil bleiben. Jetzt haben wir so viele Tränke draußen aufgesammelt. Jetzt haben wir noch 130 Extrakte. Da die jetzt gerade nicht auf uns gucken. Feuersturm. Stirb, Gardist. Und du kannst auch gleich sterben. Oh, das ist ja mehr Scheiße mit der Mine. Der schießt halt dauernd auf Gorn. Okay, er ist tot. Und da vorne steht auch noch ein Gottes, den machen wir auch noch schnell fertig. Ja, wenn wir mit den Zaubern aufladen können, wenn wir die Zeit haben, ist das kein Problem. Oder lebt noch. Stirb, Gardist. 300 Erfahrung für jeden. Wenn wir die Zauber aufladen können, dann sind die kein Problem. Leichte Armbrust, Bolzen. Fackel, 10 Erz, Apfel, Käse, 20 Bolzen und... Rechtschwert. Der killt sich, der prügelt sich jetzt noch ein bisschen mit Gardisten rum. Den davon würde ich gerne ausnehmen. Bolzen, leichte Armbrust. Ja, die haben im Grunde immer dasselbe. Ich sag das jetzt nur, wenn mir was Besonderes auffällt. Wir kriegen halt die ganze Erfahrung. Das ist sehr cool von Gorn. Weil wir wissen ja, wir haben hier nicht nur die Gardisten als Feinde, sondern auch die Minecrawler. Das wissen wir seit der letzten Folge, seit der Sache mit der Minecrawler-Plattenrüstung. Hier sind ein paar. Pfeil. Danke Gorn für die Hilfe übrigens. Grobes Schwert. Dardeschwert. Leichte Armbrust. 10 Erzäpfel. Bolzen. Fackel. 20 erzgebratenes Fleisch. Und Essenz heilende Kraft. So. Wir wissen halt nicht genau, wo wir hin müssen. Hier können ja theoretisch überall die Gardisten, Schatten, sonstigen sein. Jetzt haben wir schon fast wieder 2000 Erz. Ich glaube, ich nehme mal einen Mana-Trank zu mir. Gorn, du bist gerade voll runtergejumpt. Das war nicht so helle. Oder zwei. Ich hoffe, wir haben genug Mana-Tränke. Ich gehe jetzt erstmal nach unten. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch 7 Minuten. Weil Gorn ist ja auch runtergejumpt. Da sind auf jeden Fall Blutflecken auf dem Boden, das ist schon mal wunderschön. Hallo Gorn. Ist hier denn noch jemand? Käse? Minecrawler-Suppe? Immer mit. Oh, ich habe diese Minen so sehr nicht vermisst. Ich meine, das letzte Mal in einer Mine waren wir. Ich habe unten etwas gesehen. In der alten Mine und die war ätzend. Und die freie Mine hier ist noch ätzender. Okay, hier ist aber keine Leiche. Hier war wahrscheinlich eine Leiche. Die verschwinden ja immer, die Leichen. Ich sehe da eine Bewegung. Ich fürchte, das ist ein Minecrawler. Also ein Minecrawler-Krieger heißt das. Wir wissen ja schon. Nicht die Harmlosen wie in der jetzt verschütteten Gommes-Mine. Du bist doch ein Minecrawler, oder? Ja, Minecrawler-Warrior. Die sind übrigens noch hässlicher als die normalen Minecrawler. Ich habe ja damals schon gesagt, dass die echt widerlich sind. Aber diese Wesen hier, man sieht ihn da so ein bisschen. Ich lock die an. Die soll Gorn machen. Wir sind noch ein bisschen garstiger.
Ich weiß nicht, wie stark die sind. Ich werde nicht sterben. Boah, die sehen so hässlich aus. Das sind so wie die Kikimorgenkrieger bei The Witcher. Okay, Gorn greift ihn an. Sehr schön. Gorn darf den auch bitte töten, weil... Warum nicht? Erfahrung pro toter Minecrawler Warrior. Crawler-Zangen und die Panzerplatte eines Minecrawler-Kriegers. Ne, zwei Panzerplatten. Die brauchen wir. Die Crawler-Zangen brauchen wir nicht, aber sie bringen uns ein bisschen extra Geld. Hier ist noch ein Minecrawler-Krieger. Ach du Scheiße. Ich habe euch ja so sehr nicht vermisst, Drecksviecher. Ja, Gorn, ich mach die nicht. Angriff. Wenn ich hier nicht kämpfen muss, dann kämpfe ich hier nicht. Das mag ein bisschen feige sein, aber es rettet uns halt Leben. Es ist halt echt sehr viel lebenssparender. Ich meine, wir müssen hier ja verschiedene Sachen machen. Wir müssen hier halt gucken wegen dem Ork. Freund von Urshak, diese Minecrawler-Krieger jagen und halt die Gardisten alle killen. Weiß nicht, wo es hier hingeht. Das war nicht sehr helle und da ist ein Minecrawler-Krieger. Zwei. Okay, danke Gorn, du killst die bitte. Los Gorn. Gorn gegen Minecrawler-Krieger. Dankeschön. Haben uns gerade ein bisschen wehgetan. Das war nicht so toll. Und ich glaube, jetzt zauber ich mal ein Licht dabei. Hier ist es nicht so dunkel. Licht kostet ja nur ein Mana. Das kann man ja immer ausgeben. So, Sklavenbrote. Mal wieder ein bisschen Pilz sammeln. Hier den anderen Minecrawler-Krieger ausnehmen. Man kann als, man hat zwei Möglichkeiten. Wir sind voll runtergejumpt. Das war nicht sehr helle. Man kann halt Gorn mitnehmen, so nach dem Motto, du kommst mit. Man kann aber auch auskundschaften. Ich glaube, hier kommen wir wieder hoch. Aber ich gehe kurz bei der anderen Seite, weil da habe ich noch einen Pilz gesehen. Und Nahrungsmittel nie verkehrt. Genau, da ist noch ein Pilz. Ja, komm, du wirst ja wohl da hochklettern können, lieber Charakter, oder? Ich will nur an den Pilz ran. Dankeschön. Sklavenbrot. Ich hoffe, Gorn ist so helle, dass er auch hier hochklettert. Wobei, wir haben ja schon gesehen, die KI ist manchmal etwas seltsam. Hier sind auch nochmal Sklavenbrote. Und jetzt erstmal heilen, dafür gebe ich aber jetzt keinen Trank aus. Sondern heil mich mit Nahrung. Minecrawler-Suppe, Käse. Wenn wir auch so viel mal Nahrung bekommen. Und Äpfel. Außerdem ist es ja gesund, ne? Ein bisschen Nahrung. Sind nie verkehrt. Wir haben jetzt 120 mal rohes Fleisch. Das ist echt sehr schön. Okay, dann klettern wir wieder hoch. Jetzt haben wir noch 2 Minuten. In gewisse Bereiche sollte man am Anfang... Als Krieger hätten wir halt kein Problem. Das unser Problem ist, wir sind ja ein Magier und... wie gesagt, es mag ein bisschen feige sein, aber wenn wir Gorns Unterstützung haben, werde ich die nutzen. Weil, was machst du, lieber Charakter? Wieso jumpst du hier wieder runter? Das ist, weil es so lustig war, das einmal zu machen. Diesmal nehme ich eine Waffe für den lustigen Trick. So. Weil ich will hier nicht nochmal Leben verlieren. So, jetzt nochmal. Ich benutze hier Gorns Hilfe, weil wir brauchen halt für unsere Zauber, wie gesagt, Zeit. Auch wenn die sehr stark sind. Einzelne Gegner hat man ja vorher bei den Gardisten gesehen. Einzelne Gardisten sind für uns leichte Beute, aber die Gruppen sind für uns der Killer. Das haben wir auch gesehen. So, hier geht's hoch. Boah, die sind so widerwärtig. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie aus tiefster Seele. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ey, ich hoffe, Gorn kommt jetzt mit. Ich sehe ihn nämlich gerade nicht. Ich hoffe es einfach. Ansonsten gehe ich kurz raus und nochmal rein, weil dann ist auf jeden Fall hier, soweit ich weiß. Ach, hier war ja nichts mehr. Aber wir können, glaube ich, hier hoch. Nee. Ja gut, macht ja nichts. Gehen wir hier die Leiter hoch.
Vielleicht steht er auch jetzt beim Eingang. Ich meine, Lester war ja auch mal so. Nikon war ja schon mal eine Geschichte mit, dass er nicht hinter uns war und dann war er aber doch wieder da. Das war bei der Klosterruine. So, jetzt sind wir wieder hier oben beim fast, also quasi Eingang. Genau. Hier war ja nichts mehr. Das heißt, man müsste dann beim nächsten Mal da weiter. Ich gehe jetzt nur noch mal kurz raus und noch mal rein, damit Gorn hinter uns ist. Weil, ich will Gorn immer in meiner Nähe haben. So, kurz laden. Genau, jetzt ist Gorn nämlich hier draußen. Und jetzt gehen wir wieder rein, dann ist Gorn wieder hinter uns. Müsste er zumindest. Ich hoffe, jetzt schmerzt nicht wieder ab. Nein. Sehr schön. Genau, jetzt ist Gorn hinter uns. Und jetzt werden wir speichern. Wir haben nämlich schon leicht überzogen. Hier werde ich jetzt speichern, weil ich habe eh schon gespeichert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das war jetzt der Anfang der Mine und wir sind zweimal gestorben. Könnte lustig werden, weil überall haben wir Gorns Hilfe nicht. Nicht überall. Und ich hoffe, ihr seht es nicht als Feige an, wenn ich Gorn dauernd kämpfen lasse. Aber ihr habt ja gesehen, die Gardisten bringen uns sehr schnell ins Grab und ich habe halt gern einfach eine Rückendeckung und ich helfe ihm dann aus der Rücken mit Zaubern. Wenn wir ein Krieger wären, dann wäre das nicht so ein Problem, weil dann hätten wir mehr Stärke, eine bessere Rüstung und so, eine bessere Waffe oder allgemeine Waffe. Aber so, sorry, mach ich so. Gut, aber wir haben eh schon überzogen, ich rede gerade wieder zu viel. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf den Rest der Mine und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part, der wahrscheinlich noch heute sein wird, weil es jetzt immer noch, also jetzt ist erst Mittag. Und der nächste Part wird ein bisschen kürzer, weil ich jetzt etwas überzogen habe. Bis dahin, gehabt euch wohl, Freunde. Macht's gut.